Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin David Kieber, schönen Dienstag. Rund 10.000 Wohnungen in Vorarlberg stehen nach einer Schätzung der Landesregierung leer. Dass so viele Wohnungen nicht auf dem Markt sind, begründet die Eigentümervereinigung damit, dass viele Vermieter Angst vor der komplizierten Bürokratie hätten. Jetzt soll ein Pilotprojekt dazu führen, dass sich das ändert. Land und Vermieter würden dabei zusammenarbeiten und auch für die Mieter hätte dieses Projekt Vorteile wie etwa billigere Mieten. Die Betreiber der rund 500 bewirtschafteten Alpen in Vorarlberg lechzen nach Wasser. Der Regen der letzten Tage sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Die Wasserknappheit sei dieses Jahr ein großes Problem, sagt Martin Rusch von der Abteilung Alpwirtschaft. Dadurch sei auch die Milchleistung deutlich geringer. Zudem fehlen aufgrund der Tuberkulosefälle in Vorarlberg viele Tiere aus der Schweiz. Asylwerber sind per Gesetz zur Untätigkeit gezwungen. In Alberschwende ist jetzt ein Projekt zur Selbsthilfe gestartet worden. 13 Asylwerber betreiben gemeinsam mit Ehrenamtlichen und der Caritas eine Drehscheibe zur Nachbarschaftshilfe. Wer Mithilfe, zum Beispiel im Garten oder im Haus braucht, kann sich im Büro der Initiative melden. Das hilft nicht nur der Bevölkerung, dadurch verbessern auch die Schutzsuchenden ihre Deutschkenntnisse und intensivieren ihre sozialen Kontakte. Und knapp 200.000 Euro fließen vom Land in die heimischen öffentlichen Bibliotheken, informiert Landesrätin Bernadette Mendel heute. Damit soll die Vermittlung von Bildung und Wissen weiter garantiert werden. Im vergangenen Jahr habe es in den insgesamt 97 Bibliotheken rund 2,6 Millionen Entlehnungen gegeben. Damit ist Vorarlberg österreichweit im Spitzenfeld. Auch die 2011 gestartete Initiative Lust auf Lesen bewirke eine gute Zusammenarbeit verschiedener Kinderbetreuungen wie etwa Spielgruppen oder Schulen. Damit vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen.